So Leute, willkommen in diesem neuen Video. Ich habe heute für euch wieder einen Schallerzeuger und zwar die kleinste Variante der Dumbum-Schallerzeuger, die es bei Actifier zu kaufen gibt. Also jetzt haben wir hier mal die Dumbum 2G Plus Variante Classic natürlich. Auch hier eine deutsche Beschreibung ganz groß oben, also somit alles legal in der Kategorie P1. Wir haben nur 9,8 Gramm, also ca. 10 Gramm auf die 20er Packung, also das macht etwa 0,5 Gramm pro Stück. Ob wir da jetzt einen Vorbrenner haben, weiß ich gar nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil sonst wären die wahrscheinlich zu leise. Das ist eine 2019er Produktion, also ganz neu eigentlich. Verbrauchsdatum und so weiter, Lagerung, maximale Luftfeuchtigkeit ist alles angegeben. Um 120 Dezibel bei 25 Meter steht da oben. Das kann man aber nie so ernst nehmen. Leute, wir gehen jetzt raus, zünden einige Stück an unterschiedlichen Locations. Wie gesagt, das ist jetzt die kleinste Variante zu kaufen bei der Firma Actifier. Ich bin aber trotzdem mal gespannt, was die jetzt können für die 0,5 Gramm, was die haben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns draußen, Leute. Viel Spaß. Okay, Leute, wir sind jetzt hier draußen, zünden die Dumbum 2G Plus. Wir fahren wieder verschiedene Locations ab. Jetzt probieren wir mal hier. Später zünden wir dann auf alle Fälle auch ein, zwei Stück im Dunkeln, damit man den Vorbrenner sieht. Falls es einen gibt, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Beziehungsweise, dass man den Blitzknall einfach schön sieht. Also, Dumbum 2G Plus. Ja, gut. Aber Vorbrennermasse ist da drin. Ich lege den hin, zur Sicherheit. Wow, die sind ganz schön stark, Leute, muss ich sagen. Die gefallen mir recht gut. Also für die geringe NM-Anzahl. Ja, die gehen. Leute, die sind nicht schlecht. Fahren wir an die zweite Location. So Leute, zweite Location. Dumbum 2G Plus, let's go. Leute, für die NM sind die echt in Ordnung. Weiter geht's. Weil wir haben hier tatsächlich nur, wie viel NM haben wir hier? 10 Gramm auf die ganze Packung. Also 0,5 Gramm pro Böller und da ist dann Vorbrenner auch noch dabei. Das wundert mich irgendwie. Vielleicht stimmt das auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Ich weiß auch nicht, wofür das 2G Plus steht. Keine Ahnung. Vielleicht weiß das wer, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich bin jetzt mit der Kamera ziemlich nahe dran, so etwa 2,5 Meter oder 2 Meter. Dumbum 2G Plus. Diese Location schaltet einfach so geil. Ja, auch zerfetzt hat es denn ordentlich. Viel bleibt da nicht übrig. Sind ganz geil die Teile, Leute. Kann ich euch eigentlich schon mal empfehlen, wer es nicht extrem laut haben will, aber doch lauter als so normales F2-Zeug, dem kann ich die empfehlen. Schwer zu vergleichen, vielleicht mit einem Funke D-Böller so zu vergleichen. Gut, sehen uns gleich im Dunkeln, Leute. Okay, Leute, Dumbum 2G Plus, letzte Location jetzt. Ich lege den da vorne hin. Das schallt hier lange. Heftig. Gut, Leute, und einen letzten schmeiße ich jetzt noch hier ganz weit weg. Alter, der Schall zieht so geil weiter. So, Leute,
das waren die Dumbum Zweige Plus. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Die kann man sich mitnehmen. Wie gesagt, wer es laut haben mag, dem würde ich eher die größeren Dumbum empfehlen. Die kommen auch noch bald. Aber sonst sind die doch recht gut. Mit Dumbum, ach Quatsch, ich meine mit Funke Debeller können die, glaube ich, doch mithalten. Sind doch ziemlich laut. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Haut rein, danke fürs Einschalten und ciao.